Heute wollen wir aus der Heiligen Schrift die Frage beantworten: Wer oder was ist das wahre Israel in den Augen Gottes heute? In unserem letzten Video haben wir gesehen, dass es ohne Jesus kein Israel gibt oder geben kann. Das wahre Israel ist somit eng mit Christus verbunden. Was wir auch gesehen haben ist, dass Gott den Juden 70 prophetische Wochen oder 490 Jahre gegeben hat, um von ihren Sünden umzukehren. Leider haben sie mit der Steinigung von Stephanus 34 nach Christus den letzten Aufruf Gottes abgelehnt und somit ihr Schicksal als Volk besiegelt. Wenn du diese Videos noch nicht kennst, dann kannst du sie dir gerne noch anschauen. Diese Themen sind unten in der Beschreibung verlinkt. Wer ist das wahre Israel heute? Hat Gott seit der Steinigung von Stephanus ein neues Volk erwählt? Was lehrt uns das Alte und Neue Testament? Im Alten Testament sprach Gott durch den Propheten Mose zu den Hebräern: Wenn ihr nun wirklich meine Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Denn die ganze Erde gehört mir. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israels sagen sollst. Gehorsam gegenüber Gottes Wort und die Bewahrung des Bundes waren die Voraussetzungen, um von Gott als auserwähltes Volk betrachtet zu werden. Im Neuen Testament sprach Gott durch den Apostel Petrus zu den Christen in Kleinasien: Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid, und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Petrus hat nicht Juden als Gottes Volk bezeichnet, weil sie die Gnade in Christus Jesus angenommen haben. Die Juden hatten Jesus und seine Botschafter, die Propheten, abgelehnt und somit die Voraussetzungen, um als Volk Gottes betrachtet zu werden, nicht länger erfüllt. Der Apostel Paulus spricht ebenfalls zu den heidnischen Christen in Galatien, die keine Juden waren, und sagt, dass Christus der Same oder der verheißene Nachkömmling Abrahams ist. Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung Erben. Diese neutestamentlichen Texte lehren uns, dass der Name Israel nicht nur auf Jesus Christus angewandt wird, sondern Gott alle Menschen, sowohl Juden als auch Nichtjuden, die durch den Glauben in Christus neugeboren sind, als sein heiliges Volk bezeichnet. Der Glaube und die Neugeburt in Christus kann nur durch den Heiligen Geist erfolgen. Das bedeutet, dass das wahre, vom Geist erfüllte Israel nicht von Christus Jesus zu trennen ist. Jeder, der Christus als seinen Erlöser und Herrn angenommen hat, zählt heute zum neutestamentlichen, geistlichen Israel oder dem Volk Gottes. Im Römerbrief schreibt der Apostel Paulus: Ich wünsche nämlich selber von Christus verbannt zu sein für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, die Israeliten sind, denen die Sohnschaft und die Herrlichkeit und die Bündnisse gehören und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißungen. Weiter schreibt er im selben Kapitel: Nicht aber, dass das Wort Gottes nun hinfällig wäre, denn nicht alle, die von Israel abstammen, sind Israel. Auch sind nicht alle, weil sie Abrahams Same sind, Kinder, sondern in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Das heißt, nicht die Kinder des Fleisches sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Same gerechnet. Was wir bereits aus der Heiligen Schrift gelernt haben ist, dass es Juden nach dem Fleisch oder der natürlichen Abstammung gibt. Darüber hinaus gibt es Juden im Geist, die an Christus Jesus glauben. Gott unterscheidet zwischen einem traditionellen Gläubigen und einem von Herzen bekehrten Gläubigen. Das bedeutet auch, dass das politische Israel heute keine Relevanz in der biblischen Auslegung hat. Gott betrachtet die Juden heute wie jedes andere Volk auch, welches Erlösung in Christus Jesus braucht. Ein männlicher Jude wurde durch die Beschneidung identifiziert. Die Beschneidung war ein äußerliches Zeichen dafür,
dass das Herz von dem Unglauben beschnitten worden ist. Der Apostel Paulus geht im Römerbrief darauf ein. Siehe, du nennst dich einen Juden und verlässt dich auf das Gesetz und rühmst dich Gottes. Die Beschneidung nämlich hat nur Wert, wenn du das Gesetz hältst. Bist du aber ein Übertreter des Gesetzes, so ist deine Beschneidung zur Unbeschnittenheit geworden. Wenn nun der Unbeschnittene die Rechtsbestimmungen des Gesetzes befolgt, wird ihm dann nicht seine Unbeschnittenheit als Beschneidung angerechnet werden? Denn nicht der ist ein Juden, der es äußerlich ist, auch ist nicht das die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist, und seine Beschneidung geschieht am Herzen, im Geist, nicht dem Buchstaben nach. Seine Anerkennung kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Ein Jude kann ein natürlicher Nachkomme Abrahams sein und auch nach dem Gesetz beschnitten worden sein. Aber wenn er als Gesetzesbrecher lebt, also die Gebote Gottes in seinem Leben nicht auslebt, dann ist er in den Augen Gottes nicht länger ein Jude. Gott nennt diesen äußerlichen Juden dann einen Heiden oder einen Unbeschnittenen. Das bedeutet, dass dieser Jude in den Augen Gottes kein wahrhaftiger Gläubiger ist. Wenn aber ein Nicht-Jude oder Heide durch den Glauben an Jesus Christus die Gerechtigkeit des Gesetzes annimmt, dann wird sein Unbeschnittensein als eine Beschneidung akzeptiert und somit wird dieser Mensch in den Augen Gottes ein wahrer Jude oder Teil von dem wahrhaftigen Israel und somit Erbe der Verheißungen, die an Israel gegeben wurden. Deshalb hat auch der Apostel Jakobus Folgendes geschrieben: Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, grüßt die 12 Stämme, die in der Zerstreuung sind. Der Apostel Jakobus hatte hier nicht zu den physischen Nachkommen Abrahams geschrieben, sondern zu den geistlichen Nachkommen Abrahams, die Christus angenommen haben. Und er gebraucht hier den Begriff 12 Stämme, denn das Volk Israel hatte 12 Stämme. Johannes der Täufer hatte bereits die Warnung an die Juden ausgesprochen, sich nicht auf ihre Verwandtschaft mit Abraham zu verlassen. Die Juden sollten nicht glauben, dass sie allein durch ihre Abstammung von Abraham bereits erlöst seien. In Matthäus Kapitel 3 hat er gesagt: So bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind, und denkt nicht bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen oder Heiden Kinder zu erwecken. Es ist aber auch schon die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Johannes der Täufer hatte hier betont, dass ein wahrhaftiger Jude auch die Früchte des Glaubens, die Abraham gezeigt hat, in seinem Leben offenbaren sollte. Und auch Jesus selbst hat das bestätigt, als er zu den jüdischen Leitern gesprochen hat. Sie antworteten und sprachen zu ihm: Abraham ist unser Vater. Jesus spricht zu ihnen: Wenn ihr Abrahams Kinder wärt, so würdet ihr Abrahams Werke tun. Nun aber sucht ihr mich zu töten, einen Menschen, der euch die Wahrheit gesagt hat, die ich von Gott gehört habe. Das hat Abraham nicht getan. Da sprach Jesus zu ihnen: Wenn Gott euer Vater wäre, so würdet ihr mich lieben, denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen. Denn nicht von mir selbst bin ich gekommen, sondern er hat mich gesandt. Ihr aber habt den Teufel zum Vater, und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Jesus sprach sehr deutliche Worte zu den Juden, dass wenn sie nicht die Werke von Abraham offenbaren, sie Gott nicht länger als ihren Vater nennen können. Diese Worte haben bis zum heutigen Tag ihre Gültigkeit. Und zwar nicht nur für die Juden, sondern für einen jeden Gläubigen, der behauptet, ein wahrer Gläubiger zu sein. Wer die Wahrheit ablehnt und ihr keinen Raum in seinem Herzen und Leben gibt, kann sich nicht zum Volk Gottes zählen. Der Apostel Paulus hat geschrieben: Gleich wie Abraham Gott geglaubt hat und es ihm zur Gerechtigkeit angerechnet wurde, so erkennt auch, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Kinder oder seine Nachkommen bzw. Teil von Gottes Israel. Im Philipperbrief schreibt der Apostel Paulus: Denn wir sind die Beschneidung und somit das wahre Volk Gottes, die wir Gott im Geist dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen.
Paulus, der ein echter Jude nach dem Fleisch war, hat klar und deutlich gemacht, dass jeder, der im persönlichen Glauben an Jesus Christus lebt, in den Augen Gottes als ein wahrer Jude oder Teil vom wahren Israel betrachtet wird. In der Apostelgeschichte steht geschrieben, da tat Petrus den Mund auf und sprach, nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern dass in jedem Volk derjenige ihm angenehm ist, der ihn fürchtet und Gerechtigkeit übt. Der Apostel Petrus hat hier klar und deutlich bestätigt, dass es nicht der Name ist, der einen Juden zu einem Juden macht, auch nicht seine Abstammung von Abraham, sondern der wahrhaftige Glaube, der sich in der Gerechtigkeit Gottes in seinem persönlichen Leben offenbart. Und diese Bedeutung gilt für jeden Gläubigen heute. Das bedeutet, dass das heutige politische Israel nicht mit dem neutestamentlichen Israel zu vertauschen ist. Die heutigen Juden sind nicht länger Gottes auserwählte Volk, weil sie Christus abgelehnt haben. Dennoch kann ein Jude heute gerettet werden, wenn er sich von ganzem Herzen für Jesus entscheidet. Heute gibt es Menschen, die vom dritten Tempel in Jerusalem sprechen. Wann kommt dieser dritte Tempel? Das werden wir uns im nächsten Video genauer anschauen. Heute möchte ich mit dir den Gedanken teilen, dass jeder Mensch, ob Jude oder Nicht-Jude, Teil vom wahren Israel, Teil von Gottes geistlicher Nation werden kann. Wie? Durch den Glauben an die Verheißung in Christus Jesus. Durch den Glauben an das Wort Gottes, welches durch den Heiligen Geist inspiriert worden ist. Und durch die Annahme der Gerechtigkeit Gottes, die in seinem Gesetz offenbar wird. Warum? Weil Gott das Herz ansieht. Wenn ein Jude sein Herz für Christus verschließt, kann er nicht zu Gottes Volk gehören. Wenn er sich aber für Jesus öffnet, so kann er wie du und ich zu Gottes Volk gezählt werden. Mein Freund, wem gehört dein Herz heute?